Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ride 2. Wir sind auf dem Nürburgring, auf der Grand Prix-Strecke. Wir machen unser, ich sag jetzt mal, vorerst letztes Endurance-Race. Wir rennen gleich los auf unsere Maschine. Und, ja, 8 Runden mal wieder. Ich glaube so 5 Kilometer pro Runde. Und wir schauen mal. So, los geht's. Wir sind auf dem Bike. So. Einer hat auch unter meinen Videos geschrieben. Zu dem Thema. Zu dem Thema, ich kann nicht fahren. Nee, zu dem Thema, die Endurance Races sind Rennen, die entweder im 24- oder im 8-Stunden, ich sag es mal, Modus gefahren werden. Und ja. Wurde, glaube auch, ich weiß nicht mehr, hab den Kommentar nicht mehr ganz im Kopf, er hat darunter geschrieben, es stand kein richtiges Ausdauerrennen oder so in sich, aber eigentlich ja schon. Durch die Länge ist es ja wie so eine gewisse Ausdauer, beziehungsweise Endurance heißt ja auch Ausdauer. Also, im Grunde genommen, wir haben jetzt hier provisorisch 8 Runden vor 8 Stunden vielleicht oder so, weil 8 Stunden oder 24 Stunden wäre es wohl halt auch ein bisschen heftig zu fahren. Deshalb halt einfach ein bisschen länger, so symbolisch hier, dass wir hier im Endurance Cup sind. Nein, der hat mich voll überfahren. Und eigentlich wollte ich ja nicht zurückspulen, aber egal. Vor allem, ich bin schon Platz 1. Was? Wieso sind eigentlich nur 15 Leute dabei? Irritiert mich gerade so ein bisschen. Moment, waren es immer 15? Waren es nicht 16? Ich bin gerade verwirrt. Auch wegen Forza. Forza waren immer 12. Das weiß ich, aber hier 15. Sind da nicht immer 16 mitgefahren? Einer hatte keinen Bock, krank, hat die Grippe, musste sich entschuldigen. Keine Ahnung. Oder sind vielleicht bei den Endurance-Rennen vielleicht auch so an sich auch immer nur 15 dabei gewesen. Darauf habe ich es gar nicht so geachtet. Aber ist ja jetzt egal. Fällt mir nur gerade so auf, 15, hä? War doch, glaube ich, nicht so. Oder bin ich jetzt total bescheuert? Kann natürlich auch sein. Aber irgendwie kriege ich ja auch den Platz 2 hier nicht weg. Okay, so wie ich gerade mal wieder fahre, ist es ja mal wieder klar. Alter, da ist ja richtig nah dran hier. Okay, der Herr Schneider. Okay, es muss ein bisschen weiter rausgehen hier. So, wieder rausbeschleunigen, aber wie gesagt, immer noch so, vom Abstand her immer noch so mega nah dran eigentlich. Ein richtig blöder Fehler, wie zum Beispiel hier. Ja, okay, nicht ganz. Ja, okay, ein bisschen Abstand haben wir jetzt bekommen. Aber trotzdem, ja, relativ nah. Oh, nein, ich hab gerade auf meinen zweiten Bildschirm geschaut. Wieso tue ich das nur? Und dann, ja, wegen Bremsen verkackt. So, jetzt geht hier die Maschine mal wieder ein bisschen hoch. So, oh, wieso fahre ich so weit außen? Irgendwie heute ganz komisch hier auf der Strecke. Keine Ahnung. War total beknackt. Jetzt hier. Das ist natürlich auch so übel. Sobald wir hier in Schräglage ist, natürlich hier die Wiese oder den Sand berührt. Keine Ahnung, was es hier war, weil hier gerade so ein bisschen der Übergang war. Haut es einen natürlich gleich runter. Sagen wir, mit dem Auto wäre es jetzt nicht so schlimm. Mit dem Motorrad umso schlimmer. Aber guck mal, jetzt ist halt auch wieder da. Ich meine, ich brauche mich ja nicht wundern. Ich fahre gerade wirklich total beknackt. Nein, zum Glück muss ich ja das Video nicht anschauen. Wäre ja schlimm, hier zuzuschauen. Zonka! Wo ist denn der Schneider hin? Hat er sich überholen lassen? So, So, hier wieder auf die Gerade. Dann kommen wir in die dritte Runde.
Und es wäre vielleicht mal schön, ein bisschen, aber auch vielleicht noch ein bisschen hier eine kleine Lücke aufzubauen. Jetzt haben wir ja mal eine Sekunde. So, Alter, wir hatten hier den Pfosten mitgenommen. Liegt da mitten auf der Strecke. Alter! Das kam jetzt nicht vom Zurückschauen, das blöde Bremsen, sondern weil mein Hinterrad so hochgegangen ist, auch ein bisschen. Eigentlich hatte ich alles unter Kontrolle, trotz Zurückschauen. Ah, das war auch nicht gut rausbeschleunigt, aber wir lösen uns langsam von der Gruppe. 1,5 Sekunden, ja. Ui, 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 was machen wir hier von Scheiß? Wieder ein bisschen hier die Chance geben, dass wir hier, dass die wieder aufholen können. So, ja, alles rot. So, hier kann man schön hochflitzen. Jetzt 2 Sekunden, guck, langsam wird's hier was. Langsam fahren wir immer weiter weg. So, jetzt ging's. Nee, 1, 2 Kurven waren jetzt mal okay, mal wieder. So zwischendrin. Aber ansonsten. So, hier mal so ein bisschen reindriften probiert, aber irgendwie. Heute klappt gar nichts, Leute. Schon seltsam, dass ich Platz 1 bin. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht irgendwie es total verschreien. Und dann am Schluss passiert irgendwas und dann bin ich nicht mehr Platz 1. Ich meine, wenn mir das Spiel so freundlich ist und mir das so ein bisschen schenkt, nehme ich das natürlich mit. Bei dieser seltsamen Fahrweise. So, das war auch wieder ein bisschen weit raus. Ich habe das Gefühl, irgendwie läuft das Spiel heute ein bisschen seltsam. Bin mir aber irgendwie nicht ganz so sicher. Nur so ein bisschen im Gefühl. Deshalb auch vielleicht ein bisschen hier komisch, das Ganze hier, wie wir gerade spielen. Ich finde an sich, das läuft nicht flüssig. Ich will jetzt nicht wieder sagen, so alles wieder schuld, so Controller kaputt, macht nicht das, was ich mache oder Spiel läuft komisch oder so, aber ich, ganz ehrlich, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei euch im Video auch rüberkommt oder ob das nur irgendwie jetzt gefühlsmäßig ist oder im Spiel, ja okay, wenn es im Spiel theoretisch ist, dann müsste es natürlich auch im Video sein, dass es nicht ganz flüssig läuft. Müsste man dann ja vielleicht auch ein bisschen sehen. Manchmal sind so ganz minimale kleine, ich will jetzt nicht sagen Ruckler drin, aber irgendwie, keine Ahnung, wie so Aussetzer. Deshalb weiß ich nicht so ganz, dass da irgendwas nicht stimmt oder so. Vielleicht nach dem Rennen mal das Spiel neu starten oder die ganze Konsole mal neu starten. Ah, das war jetzt ja nicht schön rübergefahren. Lag es aber auch nicht unbedingt am Spiel. Okay, doch, es lag am Spiel. Aber ich sag mal, solange wir hier vorne sind und so. So ein Rennen mit 3 Runden hätte es eigentlich auch genug gereicht, gell? Hätte mir auch ganz easy Platz 1 gemacht. So, vor allem auch hier auf der Geraden, wenn man so ein bisschen die Umgebung anschaut. Läuft die, finde ich, nicht flüssig an mir vorbei. Und dann in den Kurven merkt man so auch beim Fahren so ein bisschen das Nichtflüssige. Oder halt, wenn man anfängt zu lenken oder so Sachen macht, Bremsen, Lenken und so. Sag mal, auf der Geraden mit Gas geben, da spürt man es nicht so, aber man sieht es dann, glaube ich, an der Umgebung, oder? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Aber wir haben ja schon mal 4 Sekunden. 4 Sekunden ist ja so ein bisschen der Richtwert, dass wir hinfliegen können, ohne zurückspulen. Und wir sind vielleicht noch auf Platz 1. Wobei, so 4 Sekunden könnte natürlich auch ein bisschen knapp werden.
eher ein bisschen mehr. Zur Sicherheit eher so 5. Kommt aber vielleicht halt auch ein bisschen drauf an, wo man hinfliegt. Ich meine, okay, meistens natürlich in Kurven. Aber so auf nur Geraden, da braucht man dann wohl mehr Zeit. Wobei, wieso fliegt man auf der Geraden hin an sich? So, 4,7, das sieht gut aus. Dass wir ihren Sturz machen könnten, ohne dass wir zurückspulen und ohne dass wir einen Platz verlieren. So, wir kommen auch bald in die 6. Runde. Ja, und dann danach, also hier nach dem Endurance Cup, haben wir noch das letzte hier bei dem, was wir sind, bei Pro Racing drin. Da haben wir noch die Supermoto-Abteilung. Da würde ich mal sagen, gehen wir natürlich noch da rein. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird es interessant, muss ich sagen. Dann wird es ein bisschen... Okay, es wird schon im nächsten Part interessant mit der Supermoto, weil wir sind ja mal ein Einladungsevent gefahren und das ist halt total anders. Weil, ja, mit der Supermoto fährt man total anders. Der Fahrer verhält sich auch ganz anders. Er nimmt immer so das Bein raus und lenkt auch ein bisschen ganz anders. Und das ist auch vom Gefühl her ganz anders. Und ja, die Strecken sind auch ganz anders. Teilweise, da fahrt man jetzt nicht hier so eine Strecke, sondern halt eher so, keine Ahnung, so... Ja, Cross-Strecken kann man auch nicht richtig sagen. Also jetzt nicht so Offroad-mäßig gesehen. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Bin ja bis jetzt nur ein oder zwei Strecken... Bin ich schon zwei Strecken gefahren? Hatten wir nicht schon mal irgendwo eine Abteil mit Crossrennen oder Supermoto? Weiß ich es gar nicht genau. Also das Einladungsevent weiß ich. Aber ich glaube, da war noch mal was. Ich habe, glaube schon so zwei oder drei Strecken sind wir gefahren. Und die waren halt alle asphaltiert. So war das halt gemeint. Ja. Wir sind doch sogar auch die eine. Wir sind doch sogar auch eine normale Rennstrecke mal gefahren mit der Supermoto. Nur halt in einer kurzen Variante, aber an sich war es ja eine normale Rennstrecke. Deshalb, da war das schon mal irgendwo was. Ja, aber natürlich, okay, was ich sagen wollte, zurück zum Punkt. Nächste Part wird es natürlich interessant, weil... gefühlsmäßig vom Fahren her und so wird es ein totaler Unterschied. Und dann... Dann... Den Part drauf, dann wird es ja richtig interessant, weil dann haben wir alle vier Kategorien, also die Oberkategorien, was waren es? Pro Racing, Hypersports... keine Ahnung, die anderen zwei habe ich vergessen. Und es war ja irgendwie nur die Amateurabteilung. Dann kommen wir zu Rookie und dann gibt es ja noch Expert. Und da bin ich halt gespannt, inwiefern es, sag ich mal, vom Schwierigkeitsgrad her anders wird. Oder vielleicht werden die Strecken auch länger, also mehr Runden oder so. Oder weniger. Ne, weniger gibt keinen richtigen Sinn. Aber, ja, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, was daran dann der Unterschied wird. Weil im Grunde genommen ist es halt ein bisschen seltsam, dass wir hier die vier Kategorien hatten in Amateur... Oh, scheiße. Ah, ich jetzt eigentlich... Na, egal. Hier in Amateur, in... Oh, 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 oh. In Amateur Rookie Expert. Aber wir haben ja noch selber die in den Optionen die Schwierigkeitseinstellung. Deshalb bin ich gespannt, inwiefern das, sage ich mal... Ja, was das Ganze ausmacht. Wenn wir jetzt dann in die Rookie-Abteilung dann reingehen. Deshalb bin ich da mal schon mal ziemlich darauf gespannt. So, wir haben noch... Oh, wir sind in der vorletzten Runde. Vor lauter Gerede. Und trotzdem hier auch noch ein bisschen darauf achten, dass das Spiel nicht ganz rund läuft. Aber woher muss ich dann halt mal schauen... Woher das kommt, wieso und so. Wieso und so. Hört sich auch mal wieder seltsam an. Ja, okay. Hier nochmal den Berg hoch. Dann kommt, glaube ich, die Rechtskurve auf die Zielgerade. So langsam.
Und dann sind wir ja in der letzten Runde. Aber hier, guck mal, alles easy. 6 Sekunden. Ja, okay, eigentlich waren wir bei 1 bis 2 Sekunden. Wenn wir den einen Sturz da noch drin gelassen hätten. Aber das war schon wieder so reflexmäßig. So, hier kommt die letzte Runde. Ich sag noch irgendwann mein Wheelie machen. Für die Trophäe. Aber ist so viel und so lang. So, fast 6,3. Das sieht doch ganz gut aus. So. Ja, viel zu sagen gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Wir fahren hier einfach noch ganz mal die Strecke. Das scheint dann natürlich so bei den längeren Rennen halt so ein bisschen natürlich vielleicht ein bisschen langweilig oder so. Ja, wenn ihr jetzt schon ein paar Runden halt einfach einsam vorne vorausfahrt, eigentlich ja nicht mehr viel passieren kann. Man kennt die Strecken an sich. Hier bei der Strecke, sage ich mal, gibt's, ja okay, doch, einen Punkt gibt's, so eine Problemzone, das ist auf der Zielgeraden. Dann die erste Rechtskurve. So ein bisschen, ja, kann man es als Problemzone ansehen. Es geht einigermaßen, weil man doch ein bisschen, ja, beim Bremsen mit dem Hinterrad ein bisschen rumspringt. Und ja, manchmal denkt man so, es wird relativ eng mit dem Bremsen, aber eigentlich reicht es auch immer. Deshalb weiß ich gar nicht, ob so mega, also mega sagen kann, dass man da Probleme hat. So, hier mal einmal nur durchgerollt. Wobei es auch ein bisschen gerade sehr riskant mal wieder war. So, fast 8 Sekunden. Ja, auf der Minimap sieht man gar nichts mehr. Jetzt vielleicht, wenn wir hier so ein bisschen umdrehen, dass uns einer entgegenkommt. Guck mal, jetzt hat bei der Kurve raus, hat man es doch auch voll gemerkt, oder? Dass es nicht flüssig war. Aber nun gut, wir haben das Rennen trotzdem gemeistert. Und ja, ich schau mal, woran es liegen kann. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.